heiße Anton Schreib-Britschke, ich bin Architekt von Beruf. Ich bin zuständig für die Bauten der Technischen Universität München, speziell für die Bibliothek. In der Bibliothek haben wir eine neue Beleuchtung reinbekommen, auch eine neue Beleuchtung für die Kerls. Das ist für die Studenten ein spezieller Arbeitsplatz, wo sie individuell sich drin bewegen können. Sie brauchen ein sehr gutes Licht da. Dieses Licht soll natürlich Ihren Ansprüchen entsprechen. Sie müssen ja den ganzen Tag da drin arbeiten. Sie brauchen Tageslicht und brauchen natürlich auch in dunkleren Zeiten ein anderes Licht. Das sogenannte biologische Licht haben wir als Prämisse mit angenommen. Nach verschiedenen Tests und verschiedenen Mustern, die wir geprüft haben, sind wir draufgekommen, dass diese Leuchte die ideale ist für uns. Und die Kriterien sind natürlich eine gewisse Robustheit, ist auch, was wir heutzutage brauchen in unserer modernen Welt, eine leichte Bedienbarkeit wie Touchpanel und so, aber auch sehr wichtig ist natürlich das biologische Licht.